Ja, hallo und willkommen zurück zu Miss Online Uro Live. Wir sind wieder in dem Age, wo wir aufgehört haben. Und ich suche jetzt gerade erstmal den Ausgang. Halbe Umdrehung, hast noch Zeit. Ja, warte, ich hab's gleich. Gleich hab ich's da. Weißt du, schaffst das? Es ist schwierig, aber machbar. So. Ich bin sicher bei dir. Das ist übrigens Folge 5. Richtig, und da war. Genau, das ist nämlich der drehende Klotz. Da war ich. Genau, da war ich nämlich oben. Da unten war ja noch der Bereich mit diesem mittleren großen Teil und den ganzen Räumen umher. Genau. Armor Suit. Hoppa. Ah, werde ich mich mal hier binden. Also mir fehlen noch drei. Ja. Ich habe zwei. Mir fehlen nur zwei. Ja, wahrscheinlich hast du drinnen schon eine noch genommen. Gekriegt. Gehabt. Kann sein. Weil beim ersten, wo wir da oben drin waren, durch eine andere Age, durch eine zerfledderte Stoffseite, waren wir da oben hier in dem Turm, gehe ich mal stark von aus, da haben wir ja, glaube ich, zwei oder drei gekriegt, ne? Ja. Wow, der war knapp, ey. Ah, dann Offi. Verfolgst du eigentlich meinen Kanal? Nee, ne? Ich? Ja, morgen? Mist. Warum sollte ich? Weiß ich nicht. Vielleicht, wenn du schon hier Mist Online spielst, interessiert dich das vielleicht? Mist? Ich habe früher damals ganz früher mal Mist als Demo gespielt, wo das mal auf so einer FCD war, ja. Ich kann mich noch vage daran erinnern. Klack, klack, klack. Ah nein, das ist nicht wahr. One man only. Richtig, wir haben das doch hier, glaube ich, beendet und haben dann diese einen Page da noch gefolgt, ne? Das kann auch sein. Ich habe gerade einen Fehler, ich hänge gerade, die Tür ist aufgegangen, der ist dann ein Stück reingegangen und dann ist er wieder in die Innenansicht gewechselt und jetzt hänge ich hier drin und komme nicht mehr raus und die Tür ist immer noch auf, aber ich komme da nicht durch. Scheiße. Oh nö, was ist das denn jetzt? Der erste Fehler wirklich, den ich jetzt so... Ich komme noch raus. Ob das was bringt? Ich sehe dich. Ja, aber ich komme trotzdem nicht durch die Tür. Es ist so... Ah, jetzt bin ich komplett eingeschlossen. Ich sehe dich. Ich mach's wieder auf. Kann ich nicht. Geh mal weg da, geh mal weiter weg. Vielleicht reagiert die ja auf mich trotzdem, wenn ich jetzt... Die reagiert sie nicht. Gefangen im Mist-Universum, ja. Die reagiert jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr auf mich. Ja, dann werde ich wohl nochmal eben kurz wieder zurück müssen. Tu das. Komischerweise, wenn ich in den Key wechsle, dann geht die Ansicht von da, wo du jetzt eigentlich dann, wo der da automatisch durchgeht. Oder wenn ich in die Außenansicht gehe, sagen wir es so. Ja, dann wieder zurück ins Real 2. Kann bisher dann noch immer. Ja, Tür ist wieder frei. Ein wenig kompliziert das Ganze. So, ich werde mich hier noch schon mal umschauen. Die ganze Geschichte stimmt, das war der Spaß hier. Okay,
ging hier. Oh, Roger. Da konnte man sich doch hier, glaube ich, irgendwo hinsetzen. Nein. Wartest du mal auf mir? Auf mir, warte mir. Ja, richtig, da war das Rätselding, ja, Problemgerät. Da war hier was. Ja, ich erkunde hier nur noch. Ist ja. I will make a surgery. Was? So, die Taschenlampe gab es hier nicht, ne? So. Nee. Ja, das wäre, glaube ich, jetzt gerade gar nicht mal so verkehrt. Will man nicht so an. Ja, ich bin wieder da. Age Players Continuum. Passt. Ja. Einmal rum ohne Pudding hier. Ja, es kann sein, kannst du dich vielleicht daran erinnern, ob hier nicht hier eine Seite war? Ich will mich jetzt nicht festlegen. Ach toll, ist natürlich gerade rum, jetzt muss ich Ewigkeiten warten. Schauen wir uns das nochmal an hier. Also, wir haben da zwei Kontrollräume. Und zwei Dinger, die eigentlich, das ist eigentlich identisch gegenüber. Okay, Base Function. Knee 3 und back of side of all these devices, 3 functions. Ach, das ist das KI. Markers, Registration. Das bringt mir nichts, nicht viel weiter, junger Padawan. Ah, weißt du, was wir gemacht haben? Wir sind doch da auf dem Dach wieder rausgekommen. Kannst du dich noch dran erinnern? Nee, auf dem Dach war durch eine andere Seite. Ja, die habe ich gerade wieder gefunden, die Seite. Die war aber in einer Age eigentlich. Nee, die lag hier. Auf dem Tisch drauf. Something here, nothing. Ich weiß nicht, ob du hier auf der Seite schon die beiden Seiten hast. Ob... Beiden Seiten? Also hier auf dem ersten Ding gibt es zwei Seiten, ja. Yes. Mal mehr gibt es hier eigentlich, aber ziemlich weit schon im unteren Bereich. Ich gehe nochmal gucken, ob ich die schon habe. Erstes Ding, also du meinst jetzt hier der erste Rotations... Ding ist ja mit den Aufzügen. Oh, ich meine, die haben wir. Eigentlich müssten wir jetzt nur... Wenn man hier was dran machen könnte, wäre das natürlich nicht verkehrt. Aussieht, ist diese Konsolen aber tot. Schwierig, schwierig.
Ah, ich hatte diese Seite noch nicht. Vielleicht auch nicht. Ja, ich glaube, die zählen doch doppelt. Nee. Das vergessen wir. Ich habe jetzt einen Finger mehr. Okay, ich komme mal. Ich bin schon 6. Muss komplett zurückkommen. Einfacher ist, wenn du über Nexus wieder reinkommst. Das geht schneller, glaube ich. Okay. Mal eben das Buch touchen. Oh Gott. Also ich muss sagen, das ist recht weitläufig hier. Durchaus. So, dann touchen wir den Nexus. So, Private Links, Garnison, zack. So, wo war das Ding jetzt? Hallo. Follow mich. Die ersten beiden Tücher haben wir nämlich total übersehen. Das kommt noch hinzu. Okay. Das erste Tuch ist in einem Raum, wo der breite Riss ist. So. Hier ist einmal eins. Das ist jetzt stimmt. Dürfte ich nämlich alle haben. Ja, ich habe jetzt alle. Kommen Sie. Ah, da. So, ich brauche noch zwei jetzt. Zwei Türk brauche ich noch. Zwei. Klettern Sie diese Leiter hoch. Sei gut, euch das ist. Ja, das war die, die mir auch noch fehlte. Okay, Touch. Ah, ist aber ein bisschen im Dunkeln, ne? Jetzt fehlt mir nur eine. Ja, jetzt müssen wir hier nur noch mal alle durchgehen. So. Ja, wo war denn hier noch eine? Eigentlich. Wait. Ah, jetzt suchst du dir ja teilweise einen Wolf, ey. Ja, die nächste ist in einem Zahnradraum. Zahnrad? Da müssen wir hier durch, wieder. Ach da, durch das Zahnrad, ne? Vergesst es mal bitte nicht rauszuspringen. Forest run! Drehen! Wie drehen? Linke Maustaste. So drehen. Oh. Immer dieses Aufmerksamkeit-Defizit-Syndrom hier. Schlimm, ne? So, I'm ready. Me too. Ah, wir kommen näher, man hört's. Kommen wir überhaupt noch durch? Ja, nee, komm, wir kommen da gar nicht mehr durch. Oh shit. Scheiße. Dann mit dem Fahrstuhl. Mit dem Fahrstuhl kommen wir hier nicht hoch. Gut, aber die Seite müsstest du ja auch haben. Aha.
müssen wir... ja. Kacke, da kommen wir gar nicht mehr rüber, weil das Zahnrad oben steht. Yes, well. Halt dich bereit! Erstmal das Gesicht am Stein frisieren. Ja, da kommen wir nicht mehr hoch. Aber die vielleicht... Seite hast du auch, die haben wir ja. Ja, da fehlt mir trotzdem noch einer jetzt. Einer, zwei, einer. Ja, hier waren dann auch keine mehr. Müssen wir mit dem Aufzug nach oben fahren. Ja, dann. Hier? Ja. Nee, nee, der Aufzug ist hier in der Rundung. Oh, warte mal. Ah, da warst du doch hier. Da sind wir doch schon. Oder so. Oder so. Ja, mach trotzdem nochmal. Ah, ist aber. Hä? Wisst ihr, die hattest du doch nicht. Den Schleigel. So, und du? Ja, dann bist du jetzt. Dann sind wir damit jetzt auch fertig, nachdem du Seiten vergessen hast. Ja, das heißt aber, dass ich jetzt hier irgendwo was öffnen muss, eigentlich, ne? Oder? Klar. Ja, wir sind eigentlich damit durch, weil die anderen beiden, die ersten beiden hatten wir, oder die ersten drei hatten wir ja oben in diesen Stoffsfetzen da. Ja, aber wir müssen auch eigentlich den Ausgang hier noch kriegen, jetzt auch nicht. War das nicht so? Ja, das der ist, da müssen wir nach oben wieder. Wir müssen aber erstmal nach unten zu den Aufzügen. Oh nein, nicht darunter fallen. Nein. Stimmt, hier war der Aufzug. Irgendwo. Klong. Warte. Irgendwo. Gut, der war's nicht. Ich finde ihn. Hab ihn. Nein, die Tür ist super. Oh, Bunkertüren hier, ey. Dann wird der Ausgang wahrscheinlich drüben sein im Tschüss. Richtig. Oh, meine Knie. Ich habe irgendwie meine. Jetzt stehe ich wieder. Ah, sehr. Der fährt zwar hoch, aber der fährt nicht wieder runter. Das ist hier gecheatet, ist das. Alles. Oh, meine Hüfte. Ich habe noch eine. Eine Beine. Wow! Ich bin durch die Welt gefallen. Was ist das denn für eine Aktion? Hat dein Mistbuch dich gerettet? Dein Mistbuch hat dich doch gerettet. Ja. Aber dass ich durch die Welt fallen konnte, das ist nicht gut. Also sobald du mehr als die Knie verlierst, ist vorbei. Die Knie verlierst. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie das hier mit dem Ding weitergeht. Na, ich muss jetzt erstmal wieder. Ja, du musst ja nur den Aufzug auffahren, ist ja noch. Geht ja noch. Solange ich diesmal ordentlich oben ankomme. Das ist Voraussetzung, wenn ich da jetzt gar nicht mehr hochkomme, dann habe ich eine Endlosschleife und dann habe ich ein Problem. Ja, einsam sterben. Ja, richtig. Auf ewig einsam. So, 1, 2, 3 und Jumping. Jumping. Und Zwischenspeicher. Drück mir die Daumen, dass ich den Aufzug benutzen kann. Richtig. Dass er nicht zu doof ist. Ich schaue mir in der Zwischenzeit mal diesen
Ah, nur bis zu Knien. Sehr gut, dann falle ich wenigstens nicht durch die Welt. Das ist landschaftlich schöne Umgebung. So eine alte Grafik-Engine ist recht schön, ne? Ja, das haben wir, glaube ich, schon fünfmal. Ich meine aber auch, ja, das hätte irgendwas Unreal Engine-mäßiges. Und ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden. Ich weiß. Ist der Ausgang nicht hier unten? Da war da nicht was. Ich meine, das war der Ausgang hier unten. Vielleicht. Wenn du auf mich wartest wegen meinem fachkundigen Auge, dann. Du, fachkundig. Auge. Ja, Auge hast du, aber nicht fachkundig. Ja, immerhin, die wurden von Fachkundigen gemacht. Dass sie lasern lassen. Meine Glasaugen, die wurden mit Lasern hergestellt. Nein, ich habe noch nie eine Brille gebraucht. Deswegen brauche ich mir die Augen auch nicht lasern lassen. Noch nicht, zumindest. Springen Sie. Da unten, da. Die Richtung da. Warte. Wo willst du hin? Anlauf nehmen, damit ich hier rüberkomme. Und dann? Und dann bin ich nicht weit genug rübergesprungen. Ich glaube, da kommst du auch gar nicht runter. Der muss ja. Ist doch wieder das Scheißding. Ich meine mal, eventuell hat sich jetzt ja hier in dem großen Gebäude was geöffnet oder so. Wir haben jetzt ja alle fünf Dinger. Sehr gut. Ja, ich glaube nicht, dass du hier halsbrecherische Manöver machen musst, um da runter zu springen. Klar. Weil also, sonst hätte der nächste Raum ja gar keinen Sinn mehr. Welcher nächste Raum? Ja, hier, der nächste Turm. Da haben wir noch. Welcher nächste Raum? Ja, hier, der nächste. Das nächste runde, große, drehende Ding. So. Nee, da ist ja nichts mehr drin. Vielleicht der Ausgang nach unten. Ich weiß. Aber trotzdem, ich kann mir nicht vorstellen, dass der hier keinen Sinn haben soll. Du hast auch keinen Sinn. Runtergekommen? Nee, ich bin im großen, im nächsten Turm. Ja, viel Erfolg. Versuchst du jetzt da wieder runter zu springen? Ja. Weil ich habe nämlich von da keinen Gang dahin gesehen, der von da drüben dahin führen könnte. Korrekt. Aber wir wissen ja, wenn da, wo du bist. Ja, aber wenn du jetzt alle Finger da zusammengefrödelt hast, könnte ja sein, dass du dadurch irgendwas freischaltest hier. Aber auch nicht. Bei irgendwas muss dieser zentrale Bereich von diesem Turm ja machen. Nein, muss er nicht. Im Moment ist hier nämlich noch alles rot. Also ohne Funktion. Ah, um 5 cm daneben gesprungen, Alter. Ansonsten wäre das richtig gewesen. Oh, verdammt. Call of Duty, Kitty.
Outrage. Ja, ich mache einen Rage-Quit, weißt du da. Hier könnte theoretisch aber auch ein Buch liegen. Nein, kann's nicht. Das ich weiß. Glaub, da war eine Seite, da sind wir dann durchgegangen. Ah, den. Okay. Kann man hier was touchen? Kann man nichts touchen. Das war ja bei Real Mist jetzt die letzte oder vorletzte. Oh. Was ist das? Simpsons don't mention anything about the upper area of the fortress in your garrison report. I don't want people wandering all over Teledan looking for that weird Linkstone. Richtig, Teledan. Wir waren ja in Teledan und da hatten wir ja den fetzten Seite gefunden, wo wir damit oben in den oberen Bereich des Sturms gekommen sind. Da sind eigentlich die letzten beiden Seiten, wenn du. Oder die ersten beiden, je nachdem, wie du es gerne hättest. Bla. Entrance, the beginning with blah 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 blah, can see right off that bat the entrance was extremely secure. Okay. To hit them one at a time first. It's an elevator through, however, it looks like lockers. Gut, KI-Room haben wir schon hinter uns gehabt. Warehouse. Key. Ja, ich bin bei der Tür. Ich gehe dann durch, ne? Bist bei der Tür? Ja. Gibt's da einen anderen Weg rein? Guck mal. Nein. Hier ist nichts. Ich habe den ersten Sprung falsch angesetzt. Du musst nicht auf das kleine Ding springen. Du musst einfach mit vollem Satz von oben direkt runter auf die Plattform hier, wo die Tür ist. Okay. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg, die passende Tür zu wählen und wieder rauszukommen. Damit du nicht 5 Stunden warten musst mit der Umdrehung. Ich habe die gerade verpasst. Scheiße. Ah, ich sehe dich. Beeil dich, dann schaffst du es noch in die andere. Links lang. Ja. Obwohl, nimm lieber die zweite. Renn lieber durch die andere, kriegst du auch nicht mehr. Wie viel gibt's denn hier? 3 oder 4? 5 Türen. Okay, nehme ich die nächste. Das sehen wir. Direkt da drauf springen, das war doof. Tja. Oh. Wow. Weil die eine wäre jetzt nämlich da und das hättest du nicht geschafft. Ich bin ja schon beim nächsten. Motion sickness. Boah. Thank you.
Run, Forest, run! Wieder sind das fünf oder sind nur vier Arme, aber teilweise sieht es aus wie fünf. Ich glaube, es sind nur vier. Oder? Nee, es sind fünf. Ne, es sind fünf. Oder sechs. Oder sieben. Ich glaube, fünf oder sechs, irgendwie so. Von der Form nach zu urteilen. So, ich bin fast da. Ich kann aber nicht glauben, dass das der richtige Weg ist. Das ist irgendwie weird. Hier ist sonst nichts, Meister, der richtige Weg. Aber du denkst, es ist egal, es ist nicht anders. Es gibt keinen anderen Weg hier hin. Spring, spring! Also muss ich jetzt einfach... Wie? Ja, erstmal noch eine Etage tiefer, da geht's ja eine Strecke runter. Erstmal jetzt darüber jumpen. Darüber? Auf den großen, ja. Geht das? Ja, mit Anlauf. Oh! Du solltest auch springen. Ja. Hab ich. Ja, ja. Bin ich, ja, ja. Wahrscheinlich aber 10 Meter vor der Kante. Ich bin gesprungen, aber leider Gottes hatte ich Leck. So früh. Ja, ja. Bestimmt. Ach, warte mal, ich hab mich doch gehört. Ach komm, ich mach das von hier, das ist kürzer. Wenn das geht. Ja, ich hoffe. Aber die Tür ist anklickbar, sagst du. Natürlich. Okay. Und da führt auch keine Secret Passage irgendwie weg. Nein, hier ist nichts. Hier ist nada, hier ist gar nichts. Es ist einfach nur in den Fels gekloppt quasi und dann ist da eine Tür. Suspicious. Ich würde eher sagen, ist so. Und geht's, wie du es vorhattest? Ja, ich bin jetzt über den Ding ins Raum gekommen. Ich hätte über die die Hand kommen können, aber die Frage ist, bist du überhaupt in meinem Age? Ja. Ja. Ja, du musst ja wieder in mein Age kommen, deswegen. In die Scheibe. Ja, du bist gerade rum. Hast du leider ein bisschen. Ja. Aber wenn ich jetzt. Könnte ich mich theoretisch, wenn ich mich da oben binde, ne, an der Hand, könnte ich dann ja wieder über die. Über das Buch dann dahin. Hattest du doch. Nee, ich hatte mich in dem großen drehenden Ding gebindet. Nochmal. Das war natürlich dann doof, dann hätte ich wieder warten müssen, bis der einmal ganz rum ist. Und deshalb, ja. Ja, oder drin und hin und her rennen. Ja, das da war der Weg, den ich jetzt genommen habe, eigentlich kürzer. Also da drauf springen, sagst du, ja gut. Sollst du mal hinkriegen, oder? Vielleicht. Ich war noch nicht so wirklich gut so in Run-and-Jump spielen. Run-and-Jump spielen, ja. Boah, es geht. Es ist teilweise sehr frustrierend gewesen. Immer. Ah, er kommt. Du kannst auch versuchen, einfach, obwohl. Ne, der Abstand ist zu groß, das klappt nicht. Du würdest voll drunter dran vorbeifallen. Spring, spring! Beine. Träge runtergehen und dann einmal rum da. Und dann von da aus mit Anlauf. Der Vorteil ist, so viel Anlauf brauchst du eigentlich nicht, weil der beschleunigt ja nicht da in andere Richtung. So, muss aber auch gehen. Ach, da wäre ich vorsichtig. Okay. Also ich habe es jetzt immer darüber gemacht. Das hat super funktioniert.
Und jetzt straight auf die. Jetzt musst du das hier auch treffen, das ist ja nicht sehr weit. Ja, richtig. Ich bin einmal nämlich knapp rechts dran vorbei um 5 cm und bin dann runtergefallen. Ja, so sah gut aus. Ein bisschen Angst, ne? Ach, renn! Wow! Hallo! Wahnsinn! Freaky, ne? Reichlich. Nicht? Nicht? Okay, das war's. Spiel zu Ende, was? Jetzt sind wir wieder Story hier. Okay. Muss ich wieder was touchen, ne? Touch mal. Ja, ich bin jetzt in dem Story Room hier. Der Halle da mit dem. Belaber. Ich touch mal hier die Perle. Your journey has begun. You can't imagine how these small things affect the future, but someday you will return. Many paths have brought me to this place. The path of my great-grandmother, bringer of destruction. The path of my grandfather, the rebuilder of pride. The path of my mother, writer of dreams, and of my father, my dear father, the caretaker of burdens. And I knew that at the end of such great paths must lay a great purpose. I returned to the cleft to find it. Cleft, the fissure in the desert, the wound in the earth, the path to things beneath the surface. It was there I sought to find my purpose. It was from there I came to know the dead underground city of Denis. These Denis people who are now gone came thousands of years ago to the shelter of the cavern to return to leastness. They found solace in their smallness in the dark. And so did I. But light is powerful in the darkness. So, da war ja noch. Let me tell you of King Carath. Dare I speak ill of him? One of the great kings, but yet he was the maker of the proud, for it was his system of guilds that served as the foundation of power and corruption. The powerful need control, fortresses and garrisons to guard their power, and soon the guarding is yet another thing to be proud of. Layers within layers built to preserve their ages and their pride from the weak and least who might attack from without. And yet, it is from within that most nations fall. And so the mighty garrisons of Denis now stand vacant. And now to these pillars. These four pillars around you are the very being of the Bahro. You must take them. They will bring a great treasure to Relto, your age, the island in the clouds. Ich glaube, das kennen wir. Relto will be their keeper for only a brief time. Das sind viermal verschiedene Dinge, wie du siehst. Auf der einen Seite fehlt nämlich schon einer. Wisst ihr, das kennen wir. Komisch, bei mir fällt keiner. So, ich habe das Ding jetzt. Nee. Und einfach unterspringen. Oh, der zweite. Jo, ins Loch. Zweite Pillar steht auch. Frag jetzt das Buch. Nein, ich habe das Buch nicht. Komischerweise. Oder vielleicht habe ich das doch. Sie haben erst zwei Ages komplett gemacht. Ja. Das eine war aber die Wüste.
verwirrt. Ah ja. Ja, ich habe einen Totem habe ich jetzt schon. Der andere fehlt mir komischerweise noch. Hä? Den hatten wir doch anfangs auch. Ja, ich habe das. Die Hand ist auch da. Die ist auch fertig, aber ich bin. Was waren die erst? Noch mal in das Age rein. Was waren die Age? Was war denn da für ein Age? Die Wüste oder was? Denedan, glaube ich. Denedan. Ach, das war doch hier die, das mit dem... Ja, die mit den Pilzen. Pilzen, ne? Ja. Da dürftest du, wenn du dich da per Buch hinportest, direkt eigentlich bei dem Tor auftauchen. Hoffe ich. In deinem Grund. Normal, ja, ist glaube ich eigentlich so. Wenn du denn da direkt in der Höhle auftauchst bei der Hand. Nein. Hast du das richtige Buch erwischt? Ja, mein Buch. Das glaube ich kann sein. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Was da wäre? Du musst wahrscheinlich die Ages selber machen. Die zählen nicht für dich mit, wenn ich du... Ich hab doch auch den ersten Pöller gekriegt und da waren wir zu zweit unterwegs. Ja, aber bei dir. Nee, wir waren auch hinter. Du hast doch den. Ah, warte. Ich mach. Warte auf. Ich gehe über Teledan. Warte. Erzählen. Da waren wir beide sogar in der Höhle, in dem Raum. Ich werde das jetzt mal eruieren. Ich habe ja die. Dein Age habe ich ja auch hier drin gespeichert noch. Nexus. In mein Teledan gehen, oder was? Ja, genau. Private Links Dorius Teledan. Richtig. Ah, okay. Das ist... Buch hier. Das ist... Ja gut, dann sollte es jetzt aber erstmal gewesen sein. Wir haben die Age ja beendet gehabt. Ich werde jetzt hier nochmal meinen zweiten Pfosten holen. Den Pfosten. Und ja, danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Age. Age? Zeitalter.